Hallöchen, ihr Lieben. So, bevor es hier gleich zum Frühstück geht, habe ich gedacht, wir machen noch ganz schnell mal eine Runde Bloons. Und heute nehmen wir uns dann einfach mal hier das Contest Territory vor. Ich habe es die Tage schon mal gespielt, daher weiß ich, dass ich es schon mal geschafft habe. Wir halten nämlich hier, also der andere hält gerade Level 18 und wir haben, also ich habe die Tage schon mal 21 geschafft. Werden das Ganze jetzt nochmal probieren. Ich habe zwischendurch auch nochmal ein paar Upgrades geholt. Also ich denke, das sollte nochmal funktionieren. Und ja, wir werden den jetzt einfach mal zurück in die Steinzeit schicken, sagen wir mal. Sind jetzt ganz frech. Und schauen mal, dass wir das hinkriegen. Dann seht ihr nämlich auch mal so auf dem, in der kleinen Stadt, dass wir da auch schon ein bisschen vorankommen. Damit die Let's Play-Reihe da auch mal so ein bisschen weitergeht. Ja. So. Ansonsten, hier ist gerade wieder ein Wochenende. Das heißt, jetzt am Wochenende werde ich auch wieder das ein oder andere aufnehmen. Muss aber auch noch mal ein bisschen zu. Oh, das Update ist fertig. Zu geschäftlichen Terminen hin und noch ein bisschen was anderes vorbereiten. Dann Umzug ansteht und alles. Und ja, in den nächsten Wochen gibt es jetzt viel, viel Action. Dementsprechend wird es etwas abenteuerlicher dieses Wochenende, nicht so ruhig, aber das bin ich irgendwo in der letzten Zeit auch gewohnt. Was ich jetzt hier mache, ist einfach, ich werde jetzt ziemlich viel mit Ninja spielen, denn die Runde 18 bzw. Runde 19, die die nicht schaffen, ist einfach wie folgt aufgebaut. Na, ich will jetzt hier nicht, dass hier zu viel durchkommt. Das kann später passieren. Ist einfach so aufgebaut, dass da ziemlich viele Herzballons kommen und das habe ich einfach im letzten Mal schon umgangen, indem ich einfach sehr viel auf hier vorne konzentriert habe, dass einfach die ganzen Herzballons direkt schon am Anfang weggefetzt werden. Und das ist im Prinzip die Kunst, wie man das da weiterkommt. Das haben die anderen wohl noch nicht so ganz verinnerlicht. Dementsprechend werde ich jetzt einfach da vorne immer ziemlich viel aufbauen. Es wird hier und da was durchkommen. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt die Nägel legen, aber ich bin das halt nicht mehr gewohnt. So. Leben da nur zu haben. Wir setzen jetzt gleich einfach hinten eine Spike Factory hin, dann brauchen wir uns da auch nicht mehr drum kümmern, denn so viel kommt da nicht durch vorne, wenn wir hier entsprechend Ninjas und alles sitzen haben. Also alles easy. So, das war jetzt mal in Schnelle alles runtergerasselt, so ungefähr komme ich mir zumindest gerade vor. Nee, wir setzen den nicht ganz außen hin, wir setzen den einfach mitten rein schon mal, beziehungsweise hier könnten wir den hinsetzen wegen den Herzballons. Ne, wir setzen den hier hin, so. Dann hat er ein bisschen mehr Zeit, der kann hier schon mal was hinlegen, wenn er will, wie jetzt gerade, aber der hat hier hinten einfach mehr Zeit dann, da nochmal was hinzulegen, das passt dann ganz gut. Denn bis die Ballons hier die Strecke überwunden haben, das dauert ja auch. So, das Update hatte ich zum Beispiel beim letzten Mal nicht, wo ich Runde 21 schon, oder Runde doch, 21 habe ich ja geschafft quasi. Dementsprechend könnten wir jetzt sogar vielleicht noch ein Ticken weiterkommen, denn ich glaube, Schiffe, also Zeppeline, Moab-Klasse Ballons, waren dort noch nicht dabei, sondern nur die normalen bzw. die Wiegen halt. Und ja. Da kommen sie auch schon mal ein paar. Allerdings, nee, da waren jetzt schon, sind schon Rosane dabei. Da schauen wir dann mal. So, das Update kostet natürlich mehr, deswegen habe ich jetzt noch nicht so viel stehen wie beim letzten Mal. Das hat mich jetzt so ein bisschen irritiert, ist aber gar nicht tragisch. Hier, den können wir auch mal hinsetzen. Da dürften wir auch schon, oh, sogar drei Updates mittlerweile. Da habe ich fleißig zugelegt. Das ist natürlich dann auch sehr schön. Wird uns dann auch wieder ein bisschen helfen, weil der jetzt schneller schießt. Damit fängt er da auch schon mal wieder mehr ab. Gar nicht verkehrt. Also jetzt so mehr Updates jetzt reinkommen, dann wird das langsam auch interessant werden. Dann können wir nämlich auch die anderen Level nachher mal angehen. Dass wir das dann da so ein bisschen weiter ausbauen und dann kommen wir leider irgendwann in die Phase rein, sag ich mal, wo es dann halt auch extrem lange dauert, bis wir da die anderen Updates haben oder Upgrades. Da werde ich dann zwischendurch leider mal immer ein bisschen ohne euch was vorbereiten müssen. Aber ich denke, das ist nicht tragisch. Denn ihr habt ja auch nichts davon, wenn ich jetzt, sage ich mal, 7 Tage am Stück durch irgendwo ein Video laufen lassen würde, bloß damit wir mitkriegen, wie das Update darunter läuft. Ist ja schwachsinnig. Dementsprechend werde ich das dann immer mal anstellen und gucken, wenn das Geld verfügbar ist. Bloons werde ich also
weiterhin versuchen, am Wochenende mal immer aufzunehmen, so zwischen 4 bis 7 Folgen halt, dass ich immer so alle 2 Tage zumindest mal ein Video hochladen lassen kann. Wenn möglich jeden Tag. Da ich aber auch versuche, so abends hier und da schon mal ein bisschen was von Minecraft noch aufzunehmen. Den setze ich jetzt einfach hier rüber. Oh, hier haben wir auch schon mal ein paar Updates, das ist schön. Hatte ich beim letzten Mal auch nicht. Minecraft noch aufnehmen und dann möchte ich gerne dieses Wochenende, sofern es klappt, noch ein anderes Spiel mit hinzunehmen. Dann wird das langsam echt schon so ein bisschen actionmäßig hier. Dafür habe ich ja nur die Minecraft-Videos gemacht. Dann kam eine Zeit lang, wo ich halt die Bloons-Videos gemacht habe. Jetzt versuche ich momentan beides so ein bisschen parallel immer zu machen. Und wenn da noch ein drittes hinzukommt, dann muss ich mir ja schon bald einen Plan machen, wann ich was aufnehme. Aber so ist das und das macht Spaß und deswegen mache ich das. Also, das kriegen wir schon hin. Es wird nur eventuell zwischendurch mal einen kleinen Ausfall geben demnächst. Denn wie gesagt, es steht noch ein Umzug an, dann wird sich meine Firma noch ein bisschen verändern. Und das alles jetzt in den nächsten Wochen. Das heißt, es kann dann irgendwann auch mal sein, dass ich gar keine Zeit oder auch kein Internet habe. Dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich vorher genug Videos fertig kriege oder nicht. Das werdet ihr dann erleben. So, wir sind jetzt schon in Runde 16. Ihr merkt schon, es kommen ab und an mehr Ballons, aber durch die Ninjas ist das eigentlich nicht so das Problem. Zur Not sitzt da auch noch eine Spike Factory hinter. Und alleine schon durch das letzte Upgrade hier jetzt. Oh, haben wir so viel Geld? Krasse Sache. Oh, das gefällt mir ja. Not that nehme ich auch dann gern on. So. Und mal sehen. Oh, die waren beim letzten Mal schon blöd. Weil da habe ich noch nichts für. Aber die kriegen wir so auch im Griff. Richten dann also auch nicht groß Schaden an. Wir haben halt noch nicht so viele hier. Das heißt, ich kann jetzt gleich nicht unendlich weiterspielen. Das wird dann irgendwann passieren, dass wir draufgehen. Aber das würde auch so passieren, wenn wir noch mehr hätten. Irgendwann gehen wir einfach drauf. Das ist nun mal Sinn und Zweck vom Territory. Und das hier meinte ich halt, da kommen ganz viele Regen und die habe ich beim ersten Mal halt nicht erwartet und da bin ich total drauf gegangen. Und wenn man aber weiß, dass Regen kommen, sag ich mal, dann setzt man nun mal alles dahin, dass die möglichst schnell kaputt gehen und dann hat man das vielleicht auch im Griff. Und so haben wir jetzt das Territory erobert. Wie gesagt, sollte nicht das Problem gewesen sein. Können sogar hier noch ein, zwei Ründchen weitermachen. So, mal sehen, die Runde müssten wir eigentlich auch noch schaffen. Danach die Runde bin ich beim letzten Mal draufgegangen. Mal sehen, ob wir die jetzt nicht auch schaffen mit den weiteren Upgrades. Könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass das passiert. Setzen wir den mal dahin. So. Die können wir auch nochmal ausbauen. Oh, hier sind sogar noch andere Upgrades. Die hatte ich beim letzten Mal, hatte ich das auch noch nicht. Da hatte ich bloß das, wo ich das geschafft hatte. Aber Runde 22 sind wir jetzt auch schon drin. Sieht soweit noch ganz gut aus, denke ich. Ah, deswegen, da kam Keramik. Die habe ich beim letzten Mal nicht in den Griff gekriegt. Sieht aber jetzt auch schon besser aus. Und dementsprechend haben wir jetzt einen neuen Rekord hier für die Strecke. Oh, das ist das nächste Upgrade habe ich auch noch. Ja, das ist ja mal ganz geil. Oh, da kommt schon. Mit den Ninjas könnte das aber sogar noch funktionieren. Ha, Tatsache! Weil so drei, vier Ninjas, selbst wenn die das letzte Upgrade noch nicht haben, sind schon relativ effektiv gegen die blauen Moab-Klasse. Also gegen die Moabs an sich. Das andere sind ja BFBs bzw. Zoom oder DDT. Und wenn da jetzt nicht massenweise blaue kommen, haben wir da echt noch eine Chance gegen, die zu stoppen. Vielleicht kriegen wir dann sogar noch ein anderes Event-Ding dazu. Das wäre natürlich ganz klasse. Weil ansonsten kann ich jetzt gegen Ballons und sind nicht mehr fähig, kann hier die noch aufsetzen, aber die dürften natürlich auch nicht allzu viel bringen, da ich da auch noch nicht alle Upgrades habe. Interessant wäre jetzt das nächste Upgrade, sage ich mal, dann sind die noch mal ein bisschen effektiver so an sich, aber naja, ah, da haben wir es auch geschafft. Also 35 werden wir wohl nicht erreichen, aber hier, das haben wir immerhin schon mal geschafft. Sehr schön, freut mich. Wieder etwas Neues erreicht. So muss das doch sein, dann macht es auch Spaß. Und trotz, dass wir halt noch so klein sind und wenig Updates haben, können wir uns doch gut zur Wehr setzen, finde ich. Da geht die Laune am Wochenende doch direkt hoch. Ja.
jetzt können wir hier nochmal einmal aufrüsten und da gleich noch einmal aufrüsten und dann war es das so ein bisschen. Aber ab Runde 30 ist das eh, da haben wir nicht mehr viel Chancen, weil dann werden die ganzen Moab-Klasse-Ballons ja auch noch stärker und schneller und dann haben wir so oder so auf Dauer keine Chance mehr, das irgendwo noch in den Griff zu kriegen, sag ich mal. Was wir noch machen können, ist hier den Mortar Tower nochmal hinsetzen, aber ich bezweifle, dass wir da auf Dauer eine gute Überlebenssituation hätten. Zumal ihr merkt auch, ne, es kommen zwar viele Ballons, aber das Geld kommt nur noch spärlich rein. Wir haben ja auch noch. Oh. So. So. 3, 2, 1, passte. Wunderbar. Daran sollten wir jetzt nicht scheitern. Aber ihr merkt schon, wie gesagt, geldtechnisch kommt nicht mehr viel nach. Dementsprechend könnten wir jetzt gleich auch nicht mehr viel bauen. Die Runden dann werden einfach immer schlimmer. Es sei denn, man hat halt irgendwie Bananenfarmen, Sniper mit Tier 4 Upgrade oder den Engineer so weit, dass der die Fallen aufsetzen kann. Damit kann man dann auch hier und da nochmal ein bisschen Geld kriegen, wobei ich gemerkt habe, das wird auch später immer weniger. Also das Einzige, was meiner Meinung nach wirklich effektiv ist, wenn man weit kommen möchte, sind eben am Ende dann die Bananenfarms. Alles andere ist mehr so eine Notlösung, aber ich bin schon mal froh, dass wir überhaupt bis Runde 30 jetzt gekommen sind. Also das hätte ich persönlich nicht erwartet. Setz mal den Kleinen mal hier mit rein. Oh, das Update habe ich jetzt auch. Schöne Sache. Aber ich glaube nicht, dass wir überhaupt die Kohle dafür noch zusammenkriegen. So, Runde 30 haben wir auch überstanden. Wahnsinn. Da werden die anderen sich umgucken. Beim letzten Mal hatten wir Runde 21, jetzt haben wir direkt schon Runde 30 geschafft. Halleluja. So, ihr merkt schon. Also, ne, eigentlich noch nicht. Ja gut, Runde 31 ist noch nicht so viel. Das wird böse. Das wird böse. Das wird böse. Ja, ich glaube nicht, dass wir das jetzt hinkriegen, weil jetzt, wenn die Blauen gleich kommen, dann müssten die. Ja doch, mit den Nägeln könnten sie vielleicht da oben noch kaputt gehen, dass die Ninjas vielleicht die Keramik dann nochmal zurückwerfen. Könnte möglich sein. Das war aber nur ganz knapp, wenn überhaupt. Wenn überhaupt nur ganz knapp. Ne, no, ja, doch, hat funktioniert. Wahnsinn. Selbst ein BFB haben wir in den Griff gekriegt. Und das mit den paar Sachen, die da stehen. Ich bin begeistert. Vielleicht kriegen wir ja doch noch das 35er. Den 35er Bonus. Aber das wäre schon echt wahnsinnig. Also das wäre jetzt schon eine Sache, die würde mich echt überraschen. Aber Bloons hat mich schon öfters überrascht. Und ich bin öfters schon weitergekommen, als ich erwartet hätte. Von daher schauen wir doch einfach mal, ob wir es hinbekommen oder nicht. So, die Keramik macht jetzt auch nicht mehr viel aus. Die gehen relativ gut kaputt. Unsere Spikes setzen hier hinten auch mittlerweile einiges ein. Jetzt setzen wir erstmal den auch hier hin. Hier haben wir zumindest auch schon mal ein Upgrade. Das war beim letzten Mal auch noch nicht vorhanden. Da hat er bloß einfach doof in der Gegend rumgeballert. Jetzt hat er zumindest schon mal, dass der Speed ein bisschen schneller wird. Wenn wir, ja doch, die Kohle haben wir zusammen, wunderbar. Da hatten wir auch alles. Ja, dann können wir jetzt im Prinzip nur noch hier die Dart Monkeys platzieren. Alles andere funktioniert jetzt nicht mehr. Zauberer geht nicht. Schiffe können wir hier auf dem Terrain nicht aufbauen. Dann müssen wir jetzt hier auf die guten alten Dart Monkeys zurückgreifen. Die ich jetzt mehr so viel hier hinten mal hinsetze, weil vorne bringen sie nicht so viel und was vorne durchkommt, das ist eigentlich schon bald wurscht. Da haben wir tatsächlich. Halleluja, das bringt uns direkt 6000. Da kann man vielleicht direkt nochmal ein paar Updates anstellen in der Runde. Bin jetzt wahrscheinlich auch. Nee, die Zeit passt eigentlich noch ganz gut für eine Folge. Ist schon mal schön. Und dann werde ich jetzt gleich nochmal mit euch kurz die Updates durchgehen, damit auch mal seht, was ich mittlerweile hingesetzt hatte. Weil ich muss jetzt am Wochenende erstmal wieder neue Terrains holen. Denn der Platz ist einfach leer oder besetzt. Leer nicht, leer wäre schön. Uns ist der Platz eher ausgegangen. So ist es besser formuliert. Jetzt merkt man aber auch schon, die sind stärker und schneller geworden. Die rasen hier mehr durch, auch die rasen mehr durch. Würde mich jetzt wundern, wenn wir die Runde noch gut überstehen würden. Denn ihr merkt schon, die sind um einiges stärker geworden. Wenn jetzt gleich hier vier blaue rauskommt, dann ist Ende. Zumal die zweimal hintereinander rauskommen müssten und das wäre. Ich kann den mal da hinten schießen lassen noch, aber da ist finito. So, das war's. Ich sage jetzt aber noch nicht Tschüss, das kommt jetzt gleich erst. Erstmal gucken wir jetzt nochmal, sagen wir mal ein. So,
Da haben die jetzt eine neue Hausnummer, was die schaffen müssen. Glaube ich zwar nicht, dass die man schafft. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen ausgebaut. Wir müssen jetzt, ich muss jetzt gucken, wenn ich jetzt am Wochenende weiter aufnehme, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen Land dazu holen. So, geldmäßig sind wir drüber. Jetzt können wir aber dann mal hingehen. Ach nee, können wir nicht. Ich brauche da Level. Oh, das war das. Genau. Ich kann da noch nichts ausbauen, weil da noch die Kohle fehlt. Das Level fehlt. Da müssen wir auch vorankommen. Dann können wir jetzt aber mal das Geld nutzen, um das auszubauen. Wie gesagt, das fehlte noch ein bisschen. Das ist dann auch schon mal ganz gut zwischendurch zu haben. Dann haben wir da kein Upgrade verfügbar. Da hatte ich die Updates soweit geholt. Das wird halt erst noch ein bisschen dauern, weil da braucht man die Ancient Knowledge für. Das ist ein Zusatzgebäude. Da müssen wir auch noch, ich glaube, vom Level her noch ein bisschen weiterkommen mit. Hier habe ich schon mal ausgebaut. Wir haben aber, glaube ich, noch gar keine Datling Guns stehen. Aber die Updates kann man ja trotzdem schon mal holen, wenn dann welche dazukommen. Passt das? Selbes gilt für Glue Gunner, hatte ich auch schon mal ein bisschen ausgebaut. Flugzeuge habe ich schon mal angefangen, da können wir jetzt hier weitergehen, dann haben wir das Upgrade auch schon mal. Hier werden wir jetzt von beiden erstmal, weil so viel Geld haben wir nicht, oder? Reicht für beide, gut, reicht für beide. Nehmen wir dann beide direkt mit. Das wird als nächstes mit interessant werden, brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Kohle für, hätten wir eben direkt am Anfang machen müssen, aber so haben wir jetzt ein paar andere Upgrades noch, ist auch nicht verkehrt. Hier können wir nochmal ein günstiges Upgrade anschmeißen. Und hier haben wir auch dann ein paar kleinere Upgrades. Passt also ganz gut. Wir haben jetzt einiges wieder angestellt. Das sollte man jetzt in der Stadtübersicht auch sehen. Also 1, 2, 3, 4, 5 Upgrades laufen. Werden alle ein bisschen brauchen. Werde ich jetzt einfach mal laufen lassen. Das wird am längsten brauchen. Der Rest geht relativ schnell. Und schauen, wenn ich dann entweder nachher noch oder morgen dann wieder aufnehme, sollten die soweit fertig sein, bis auf das. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Terrain dazu holen. Hier oben vielleicht auch ein bisschen. Und hier unten vielleicht mal Richtung Kiste wandern, so langsam. Ich denke, das ist dann ganz lustig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ansonsten weiterhin viel Spaß und wir sehen uns. Tschüss!